Hallo und willkommen zurück zu Mr. Prepper. Wir sind bei Tag 37 angekommen und werden dieses Mal, ich muss in meine Liste gucken, gucken, dass wir irgendwie an Stoff kommen. Ich habe noch keine Ahnung wie. Kleidung bauen mit diesem Stoff. Dann könnten wir die Mine besuchen. Und ja, aber da ist der Schlüssel ist halt der Stoff, den haben wir nicht. Wir können auf jeden Fall den Joe besuchen. Am Ende des Tages. Das ist der Schrottplatzmann. Aber meine Idee war jetzt hier Wildschweinfleisch. Wie viel haben wir denn hier noch? Wir bleiben erstmal hier ein bisschen und werden. Jetzt werden wir erstmal gucken, was wir denn hier noch. Supermarkt, da kann man eh nichts machen. Da. Ich meine, da hier den Kram zu kaufen, ist ja allein deshalb schon gut. Um hier auch den Ruf zu erhöhen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Metall. Und da ist ein Metall jeweils drin. Und das ist doppelt so viel. War das nicht vorher irgendwie anders? Machen wir mal so. Handeln. Und zing! Yes. Was hat das gemacht? Keine Ahnung. Hat es überhaupt was gemacht? Ich sehe nicht, dass sich da was geändert hätte. Was ist denn das? Ein Teppich! Das scheint mir jetzt mal gar nichts gebracht zu haben. Keine Ahnung. Okay, Nancy's Haus. Da könnten wir beispielsweise. Naja, hier Schränke bauen, Stühle bauen, Tische bauen. 5 Holz, 8 Holz, 1 Metall. Da gibt es am meisten für. Braucht man halt ein bisschen Metall für. Aber dann würde ich sagen, guck mal. Die ist auch schon auf 2. Der hier würde auch bald steigen. Der will Salzgurken. Aber 6 Gurken haben wir, glaube ich, nicht. Da. Ja, wir haben 3. Okay, gehen wir erstmal ernten. Schnellpflanzen, haben wir nix, okay. Salatsamen, ja, komm, ja, drauf. Und kein Wasser? Okay, dann hat sich das wohl eh erledigt erstmal. Bringen wir die Rüben weg. Ja. Dann würde ich sagen, stellen wir einfach Tische und so weiter her. Und verkaufen. Oder wir können mal gucken, ob wir. Moment, kann man nicht die. Wir hatten doch Teppich. Wo war denn der? Wo war der Teppich? Ja. Den können wir doch zerpflücken für ein bisschen Stoff. Ja. Ich denke, das werde ich auch machen. Den kann man nicht zerpflücken. Aber das ist halt die Möglichkeit, um an Stoff zu kommen. Und wir brauchen 10 Stoff. Oh Gott. Okay. 10 Stoff ist ja auch schon nicht so wenig. Naja, da fehlt uns dann immer noch was. Ach, eine Leinwand ist das. Auch 2 Stoff. Damit hätten wir doch dann genug. Also wir kaufen 2, das sind 6. Dann kaufen wir hier direkt auch noch alles. Ja. Bams.
Okay, wunderbar. Damit hätten wir Stoff und dann könnten wir auch in die Mine. 75, Baumeister, Buch. Oh ja, bei dem Rest muss man später schon. Nee, ja. Bei dem Joe können wir auch dann irgendwann mal vorbeigucken. Ja, mit dem Wasser, da haben wir halt aktuell nichts. Oh, das hier müssen wir aufladen. Das müssen wir abholen. Das sind jetzt die getrockneten. Runter. Die getrockneten, die müssten wir hier hinlegen können. Aha. Ja, vielen Dank. So, jetzt ist mal was essen. Eins hiervon. Dann nehmen wir einen mit, so als Proviant schon mal. Ja, dann müssen wir da den ganzen Kram reinlegen, den wir dann auseinanderbauen. Später, irgendwann. So. Herstellen. Dann zerlegen wir den Kram. So, ich mache mich mal hier für ein bisschen was aus. Moment. Flup. So, wir haben da eine Axt. Unsere Pistole sind wir auch die noch am rumschleppen. So, da haben wir Stoffe. Das hier müssen wir auch zerlegen. Dann hätten wir jetzt genug alles nehmen, um einen weißen Becher zu bauen. Nee, wir brauchen... warme Kleidung. So, herstellen. Das hat schon ein bisschen gedauert. Au. Ne, das Salz geht nicht kaputt. Das hier geht irgendwann kaputt. Okay. Aufteilen. Eins. Okay. Das nehmen wir so mit. Wir sind insgesamt bei 7. Okay, dann sollten wir... Ich meine, ich kann davon jetzt auch eins essen. Dann verschwenden wir den Tag nicht. Ja. Und dann gehen wir jetzt in die Mine. Achso, wir sollten natürlich auch noch warme Kleidung. Mhm. Ist die auch suspicious? Ne, die ist okay. Okay, dann gehen wir in die Mine und gucken uns dort mal etwas um. Mhm. Level 4. Brrrt. Kannst im Ofen Glas aus Steinen herstellen. Stand da gerade. Okay, das ist ja auch mal gut zu wissen. Damit hätte ich dann wohl... Oh. Wo kommt denn das her? Naja. Okay. Runter. Okay. Kurzer Ausflug. Runter.
ist auch eine Menge los. Runter. Aha. Pilze! Ein paar mehr. Okay, wir sollten auf jeden Fall was essen. Essen, 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 essen. Nehmen. Und dann jetzt aber ganz schnell hoch. So, hier gibt es anscheinend noch mehr, aber ich muss auf jeden Fall zurück, sonst... Oh, die habe ich irgendwie nicht gesehen. Alles nehmen. Ich sollte mal so eine Granate verwenden. So, Eingang. Mhm. Fühle mich nicht vorbereitet. Aber alles in Ordnung. Da haben wir nichts für. Ja, esse ich die Rüben halt so, um wieder über 50% zu kommen. Wir haben halt im Moment kein Wasser. Oh doch, da, das Wasser ist hier jetzt wieder verfügbar. Okay, dann holen wir das einmal da ab. Und machen uns da hier Salat-Dingsbums. Ah, Meerwasser. Ach, mit Salat geht gar nichts. Okay. Dann nicht. Abholen. Abholen. Bewässern wir den ganzen Kram mal. Wir sind bei 53. Mhm, abholen. Und abholen. Handel. So, dann verkaufen wir ein bisschen Gold. Oh, und wir haben einen Diamanten gefunden. Okay. Na gut. Dann... Ja, wir sollten trotzdem... Na, erstmal bleiben wir noch so lange hier, bis wieder Regen noch weitergeht. Aber ich muss irgendwas futtern. Na, wir könnten außerdem Guarana da reinstecken. Jetzt hatte ich das gar nicht mit ins Inventar genommen. Das war sehr klug. Okay. Da haben wir
Okay. Wir müssen auf jeden Fall noch mal was essen. Moment, wir haben doch hier auch noch Happer Happer. Essen. So. Ja, das ist der letzte Eimer da, der ist doof. Nehmen. Das stelle ich jetzt mal woanders hin. Das wird ja super funktionieren. Funktioniert trotzdem nicht. Und der hier will irgendwie nicht. Stell den doch da hin. Es funktioniert genauso wenig wie das Abholen von dem. Nö. Der ploppt einfach nicht da auf. Ich komme nicht dorthin. Der stellt sich ein bisschen dumm an. Hm. Okay. Also, wir haben Öl. Das stopfen wir mal da rein. Mhm. Wir haben Wasser. Ah ja, genau. Steine können wir zu Glas machen. Machen wir das rein. Wir sollten... Naja, Nickerchen machen, aber... Aber das sind dann volle Steine, oder wie? Oder kann man einfach Steine reinlegen? Das ist ja hier... Ach, ne, war... Okay, das passt schon. Da muss bloß noch Zeugs rein. Hier haben wir noch ja, die Pilze. Geld! Das waren Salzgurken. Mhm. Ja, ansonsten ist da gerade nicht so viel. Wir könnten... lerne, wie du besser im Kampf wirst. Ja, kaufen wir das. Die sind alle verkauft, aber da sollte man natürlich auch nochmal kaufen, um den Rucksack bauen zu können. So, Zeit zum Schlafen. Dann erstmal wieder was essen. Oh, da ist die Zeitung gerade vom Himmel gefallen. Da ist. Das ist Mais. Da haben wir nix. Mehr Mais. Okay, das hätte ich nicht gebraucht. Aber ich lasse das mal mit dem Wasser im Inventar. Hey. Okay. Das lesen wir. Und damit hätten wir einen besseren Kampf und so. Ähm
Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Wie viele Bücher darf man denn haben? Buchset. Kleine Box. Vielleicht ist es auch sicherer, wenn ich das Buch einfach woanders hinpacke. Eigentlich hat das auch überhaupt keinen Nutzen mehr. Ich müsste was essen, aber... Ach so, wir essen einfach wieder diese getrocknete Schlange. Jawohl. Aufteilen. So. Das da rein. Wasser kümmere ich mich gleich drum. Gucken wir mal uns die Zeitung an. So, Our Truth. Staudamm, Staudamm. Wer hat Angst vor gesunden Amerikanern? Studie belegt, die ehrende Schlange ist gut für Haustiere. Okay, das hatten wir alles schon. Also, für nix gut. Handeln. Wir können die verkaufen. Oh, Gourmet will getrocknetes Fleisch. 10 Gewürze können wir kaufen. Und Kochbuch 2. Mein Geld 76. Das muss eine Bestimmung sein. Dann kaufen wir das. Und da getrocknetes Fleisch will noch 3. Dann verkaufen wir das auch. Ich meine, von dem Fleisch werden wir noch sehr viel, sehr schnell bekommen, denke ich. Verkaufen wir das. So, marinierter Mais. Dafür braucht man Salzglas Mais. Okay. Wir haben alles davon. Machen wir das auch. Salz brauchen wir noch. Aha. Nehmen wir auch einfach mal alles. Offen. Mhm. Handeln. Ja, vielen Dank. Lesen. Kuchen, Energieriegel, Kaktusblätter, Schlangeneintopf, Fleischeintopf, Nudeln habe ich gelernt. Ja, das ist eine... Achso, man macht wirklich die rohen Nudeln aus Mehl und Ei. Okay, Kaktusmarmelade, Tomatensuppendose. Okay. Das ist schon sehr... vielfältig. So. Wir könnten jetzt weiter dieses Zeug bauen. Aber das will ich noch nicht. Das machen wir am Ende des Tages. Wenn wir, ja. Ich gehe jetzt hier mal hin und ich hoffe, das vergesse ich nicht. Ich leg da jetzt mal Kram rein, damit wir nicht dann später hier wieder hinlaufen müssen. Zum Essen habe ich jetzt hier aktuell nichts mehr oder nicht mehr viel. Das habe ich ja alles verkauft. Wir haben hier noch eine Konservendose, die nehme ich mal mit. Oder das hier, das können wir wahrscheinlich auch gut brauchen. So. Ja.
Und dann werden wir wieder in die Mine gehen. Und hoffentlich weitere Schätze finden. Wir haben ja jetzt nochmal einen Schlüssel, um noch tiefer nach unten zu kommen. Wir gehen aber erst nochmal nach 4 und gucken. Ich meine, da hätte es noch einen Teil ganz weit unten gegeben. Runter. Und da liegt auch noch was. Irgendwie ist das gerade heller. Vielleicht ist es tagsüber in der Mine heller als nachts. Das macht aber doch keinen Sinn. Scheint aber so zu sein. Runter. Ja, da ist anscheinend noch einiges. Nachladen! Ich will nicht nachladen, ich will hier mit dem Hackdinge hacken. Okay. Und da sind nochmal Fledermäuse. So, da geht langsam unsere... Einmal das hier. Jetzt sind wir wieder fit. Das ist schon mal ganz schön groß, aber jetzt ist es ja auch dunkler wieder geworden. Das alles mache ich für ein paar Pilze. Ne, da geht's nochmal nach unten. Ja. Aha. Alles nehmen. Da sind noch ein paar Kristalle drin. Amethyst. 105 von 120. Ja, da müsste ich eigentlich schon wieder zurückgehen. Es kann sein, dass da jetzt ein... ich fahre nochmal da nochmal nach unten. Das hätte ich auch weglegen müssen. Gucken wir mal, ob der nochmal nach unten fährt. Ja. Und da ist auch noch was. Okay, dann müssen wir ganz nach unten später nochmal hin. Erstmal müssen wir jetzt nach Hause laufen. Und ich muss mir auch noch... Ich hatte doch mir doch noch was geholt, oder? Ich meine, ich hätte mir noch... Nochmal einen Teppich oder irgendwas geholt. Vielleicht haben sie aber auch vergessen. Dynamit. So, nach Hause. Okay. Aufteilen. Dynamit, Granate. Salz da drin, okay. Moment, ich kann ja auch einfach mal eins davon auseinandernehmen. Dauert schon eine Weile. Okay, ernten.
Jetzt muss ich doch wieder nach oben, um das Wasser zu holen. Okay. Aufladen, dann können wir auch das hier gerade abholen. Öffnen. Da kommt der Kram rein. Aber ganz offensichtlich verwendet der das nicht automatisch. Schmelzen. So, das Gold und das hier können wir verkaufen. Ein bisschen Geld haben wir. Damit kaufen wir uns jetzt... Moment, wie viel braucht man dafür? 5. Okay, dann kaufen wir 2 Teppiche. Und dann haben wir damit einen Rucksack. Aufteilen. Wollte ich das Ding nicht verkaufen hier? Mais. Guck mal. Wir müssen unten noch das Zeug mit Wasser begießen. Nancy. Gourmet. Ja, genau. Weg damit. Was? Hunde? Ah. Okay. Wir müssen was in den Kühlschrank packen. Das und das. Dann nehmen wir das raus. Gießen hier eine Runde. Bewässern, 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 bewässern. Okay. Haben wir hier noch was drin? Nee. Können wir auch nichts reinlegen. Okay, dann sollte genau das jetzt ankommen. Damit bauen wir dann unseren Rucksack. Und damit sollte es auch erstmal Zeit zum Schlafen sein danach. Alles nehmen. Mhm. So, zerlegen. Ja, nochmal, das ist zwar jetzt hier ein bisschen eng, aber ist schon okay. Rucksack. Ja, geht halt ein bisschen runter. Aber dafür haben wir jetzt einen Rucksack und den darf man anscheinend auch tragen. Mit dem Rucksack kannst du Schnellzugriffslots benutzen. Aha. Hier kannst du Essen, Kampfausrüstung und andere Verbrauchsmaterialien hinlegen oder so. Du kannst jederzeit mit den Tasten 1 bis 4 verwenden. Mhm. Das funktioniert aber ja nicht so gut. Okay, ich muss auf jeden Fall schlafen. Achso, zu wenig Gesundheit. Dann müssen wir mal gerade noch... Ja, einfach noch eins davon essen. Hm. Kurzes Nickerchen ist gut. Okay, da haben wir jetzt wieder eine Inspektion.
Das heißt auch, dass wir uns jetzt hier nicht wahnsinnig ja, wegbewegen dürfen oder so. Ich nehme mal die Pistole und auch dieses Ding und das Ding. Das packen wir jetzt alles mal temporär hier rein. Okay. Dann. Muss ich daran? Wir müssen irgendwas essen. Das hier muss getrocknet werden. Pilze. Da kann ich aber jetzt auch nicht viel mit machen. Pilzsuppe. Mit Wasser. Okay. Aber da will ich jetzt nichts Neues rausziehen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach eine Konserve essen. Das kommt da rein. Ernten. Okay, da war. Keine Ahnung, was da war. So. Keine, jetzt haben wir hier zweimal Gurken, das ist eigentlich auch nicht optimal, aber wir haben hiervon sowieso zu viel. Also verbrauche ich erstmal die, bevor ich da irgendwas anderes mache. Auch wenn mich das jetzt hier so ein bisschen einschränkt mit den Optionen, aber man kann sowieso nicht alles gleichzeitig machen. So, da müsste, genau, das Zeug ist fertig. Da legen wir das rein, dann holen wir hier das Metall. Der Typ kommt noch nicht. Okay. Oh, das hier darf man auch nicht da drin haben. Fleisch ist böse. Das verwandelt sich dann wahrscheinlich jetzt in Matsch. Aber dann ist das halt so. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Mehr geht auch gerade nicht. Wir können ein Nickerchen machen. Ich könnte auch das Zeug nehmen, aber naja, gehen wir mal gerade gucken, was Leute haben wollen. Da ist wieder der Supermarkt. Oh. Da kann man Plastik holen. Bärenfalle. Okay. Moment. Bären, Holzplatte. Runde Box, grün. 7. Nee, ich glaube, das hier lohnt sich trotzdem. Und wenn man das damit nur ein bisschen Ruf erhöht. Und das holen wir uns auch. Okay. Ja, komm. Die Suppe. Das macht alles keinen Sinn. Manchmal muss man hier die Pause beenden, damit das hier angezeigt wird. Der will einen Schlangeneintopf. Haben wir aber nicht. Karotte, Wildfleisch, Gewürze, Wasser, das haben wir auch nicht. Ja, da müsste man halt hier jetzt ordentlich Zeug kaufen. Da sehe ich.
Ja, wenn man ganz viel Schlangenfleisch hätte, könnte man das vielleicht machen. Was ist denn das hier? Kann ich nicht erkennen. Keine Ahnung. Ja, Mehl und Zucker könnte man kaufen. Einfach damit man mal was auf Lager hat. Aber... bei der würde ich ja auch gerne noch auf 2 steigen. Aber da ist halt verhältnismäßig wenig, was normalerweise so zum Verkaufen ist. Ah doch, hier die... von den Rüben haben wir, glaube ich, ein paar. Sonnenblumen könnten wir da einfach zum Verkaufen anbauen. Aber verkaufen wir denen mal die Rüben. Ja, genau. Die Rüben. Dann halt nicht. Ne, da ist er auch. Gurken könnten wir verkaufen, aber da wollte ich eigentlich was draus bauen. Okay. Gurkensuppe können wir bauen. Salzgurken. Gurke, Wasser, Salz. Ja, die können wir bauen. Mit 6 Gurken. Mhm. 1 Salz. Und dann brauchen wir noch 1 Wasser. Ah, da haben wir nichts mehr. Ich meine, das war die ganze Zeit über aus. Wahrscheinlich können wir das noch einmal holen, ohne dass da wer auf die Barrikaden geht. So. Jetzt holen wir noch die Gurken. Salzgurken. Mhm. Danke. Die Salzgurken legen wir erstmal da rein. Im Moment können wir sie ja nicht verkaufen. Dann legen wir ein bisschen Kram hier rein. Ich weiß nicht, ob das auch schon was triggert, wenn das nur im Inventar ist. Ich denke nicht. So, hier kommt Kram rein, der auseinandergebaut werden soll. Mit dem Wasser. Ne, das passt. Das hier ist fertig. Ach Moment, das hier sind 4, die können wir verkaufen. Dafür lohnt es sich zwar eigentlich nicht, das anzubauen, aber... ja. Gucken wir einfach mal, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Müsste eigentlich Sonnenblumen bauen. Wir könnten ja auch... naja, wir bräuchten da wahrscheinlich nochmal einen neuen Generator für. Wenn wir hier nochmal so ein Ding anbauen. Und man bräuchte aber auch noch wesentlich mehr Wasser für, weil das ja ein wahnsinniger Wasserverbrauch ist. Und dann müsste ich noch mehr Eimer hinstellen. Alles voll mit Eimer ballern. Von denen haben wir jetzt auch zu viel. Zu viel. Verbauen wir. Oh! Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Da sollten wir mal was trinken.
Oder ein Nickerchen machen, aber ich trinke da jetzt was. Und dann können wir davon auch ein neues bauen. Ah, da kommt der Typ. Zudecken. Okay. Oh, 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 oh. Ja, zwei sollten okay sein. Guten Tag. Bleib ruhig, deine Werte ändern sich während der Unterhaltung. Nichts. Oh, da haben wir zu viel Energieverbrauch jetzt. Okay. Verbrauch? Nö, anscheinend ist es gerade passend. Okay. Verdacht, nächste Kontrolle. Moment, das schreibe ich mir auf. Nächste Kontrolle. Am 16.02. Um 12:09 Uhr. Okay. 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 Aufdecken. So. Dann rüsten wir den Charakter mal wieder aus. Mhm. Und dann. Ja. Also das können wir nicht da reinziehen. Ah ja, okay. Mhm. Die sollte ich mal schnell wieder aufstellen. Kann man die auch hier hinbauen? Ja. Vielleicht sollte ich eine ganze. Ja, eine ganze Reihe mehr Eimer noch bauen. Manchmal stellt er sich hier ein bisschen doof an. Vielleicht, weil der falsch steht. Bauen wir noch zwei weitere Eimer. So ein bisschen lange. Essen wir noch so ein Guarana-Zeug. Wie sah es jetzt hier unten aus? Die brauchen alle Wasser. Ist das Wasser auch alle? Rotten. Mhm. So, da habe ich jetzt eins gebaut. So, noch ein. Und dann bauen wir noch einen. Vielleicht gibt es da später was Besseres, aber ich denke.
das hilft so auch schon. Selbst wenn wir einfach nur einen Vorrat von Wasser aufbauen, kann ja auch nicht schaden. So. Okay. Dann haben wir jetzt Karotten, die zu viel sind. Und ja, hier dieses ganze Guarana-Gedöns. Das muss... Da bauen wir mal Energy Drinks draus. Nochmal. Mhm. Okay. Ja, Wasser bräuchten wir. Haben wir nicht. Das könnten wir abzwacken. Eine alte Zeitung. Ich guck noch mal gerade, ob wir hier noch was verkaufen können. Eine alte Zeitung will die nicht. Das hatten wir schon geholt. Was wir mal gerade noch erledigen können, ist, dass wir zum Schrottplatz gehen und mit diesem Joe reden. Vielleicht hat er was Neues. Bell, Bell. Hallo, Prepper. Schön, dich wiederzusehen. Hast du die Gerüchte über die Radiosendung aus, du weißt, aus dem Süden gehört? Nein, aus dem Süden? Meinst du Mexiko? Ich habe diesen Namen schon eine Weile nicht mehr gehört. Sogar ich habe teilweise die Propaganda der Agentur in meinem Blut. Ja, aus Mexiko. Es gibt Gerüchte, dass Leute ein Radiosignal empfangen, es aber zu schwach ist, um es zu verstehen. Ich habe es mit meinem Radio versucht und etwas empfangen, konnte aber auch nichts verstehen. Aber ich glaube, dass es keine normale Radiosendung ist und sich die Nachricht wiederholt. Eine Übertragung aus dem Ausland? Aufregend! Vielleicht könnten wir versuchen, mit dem Auto ein besseres Signal zu bekommen, indem wir in die Wüste südlich von hier fahren. Das habe ich mir auch gedacht, aber das Problem ist, dass das Auto, Radio im Auto kaputt ist. Ich könnte es mit ein paar anständigen elektronischen Teilen reparieren. Aber ich habe herausgefunden, dass ich schon alle Teile für andere Projekte aufgebraucht habe. Würdest du mir ein paar anständige elektronische Teile besorgen, damit ich das Radio reparieren kann? Klar, ich werde es versuchen. 5 Elektrobauteile. Okay. Haben wir die nicht vielleicht sogar zufällig schon? Ja, eins haben wir. Okay. Naja. Waren wir hier auch? Elektronische Bauteile. Ja, ja, gut, schlafen gehen. Erstmal machen wir hier noch ein bisschen bewässern. Müssen noch ein bisschen was erledigen hier. Ernten. Dann müssen wir irgendwas nehmen. Das hier. Schnell pflanzen. Dann müssen wir hier das noch aufladen. Und dann gehen wir schnell schlafen. Okay. So. Okay, das ist es dann auch für dieses Mal gewesen. Was haben wir geschafft? Wir haben die Kleidung gebaut. Moment, ich mach mal gerade hier wieder. Wir haben die Kleidung gebaut, wir haben den Rucksack gebaut, wir sind in die Mine gegangen, allerdings fehlt bei der Mine noch auf Ebene 4 ganz unten, das schraube ich mir mal auf. So, Joe besuchen, okay, das fällt jetzt, das haben wir gemacht, brauchen wir Elektrobauteile. Ja. Wir haben jetzt eigentlich keine
unmittelbaren Sachen, die wir jetzt so eigentlich erledigen müssten. Außer das mit der Mine. Wir könnten natürlich auch so einen Ofen bauen, um den Treibstoff und so weiter umzubauen. Aber das nutzt mir, glaube ich, noch nichts, weil ich halt dieses Zeug nicht... Also ich habe keine gute Quelle dafür. Also ich glaube nicht, dass es wahnsinnig viel Sinn macht. Ja, ansonsten fällt mir da jetzt gerade so gar nichts ein. Ich denke, das mit der Mine macht noch am meisten Sinn. Also die Mine fertig machen und dann haben wir ja auch schon den Schlüssel für die Mine Ebene 5. So habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Also dass wir dann halt in die Mine Ebene 5 gehen. Oh, und wir haben hier wieder kein Wasser, also es ist ganz gut, dass ich die einmal gebaut habe. Ja. Ja, und dann halt weiter Nahrung bauen, Zeugs verkaufen, würde ich sagen. Aber ja, das war's für dieses Mal. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren, Like da lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.